Das zweite Supersportrennen hier auf dem Schleizer Dreieck. Und wir schauen noch mal rein in die Startaufstellung. Also Daniel Sutter hatte sich ja erstmals die Pole Position gesichert vor Marc Moser, Roman Raschle und David Linordner. Dann in Reihe 2 haben wir Stefan Kerschbaumer, Günter Knobloch, den Lokalmatador Thomas Walter, Jesko Günther, den Gesamtführenden der IDM Supersport, Jan Bühn auf der nächsten Suzuki, genauso wie Lukas Peschek, dann Dominik Wieso und Luca Hansen. So, und jetzt schauen wir rein. Schauen wir mal, ob das Ganze hier besser funktioniert hat als am Samstag im Rennen 1. Denn da gab es ja diesen Massensturz gleich in Kurve Nummer 1. Und da war ja auch Thomas Walter, der Schleizer, mit verwickelt. So, wir schauen vorne drauf. Ganz vorne, das ist Daniel Sutter. Wir schauen, wer hat den besten Start. Das dürften beide Kawas sein. Jawohl, Daniel Sutter kommt super weg, auch Lukas Peschek kommt stark weg, genau wie Roman Raschle. Und dahinter ist es dann David Linordner. Also Sutter, Peschek, Raschle, Linordner. Dahinter dann, das müsste Kerschbaumer gewesen sein. Und auch Günter Knobloch. Das ist die Reihenfolge hier oben am Buchhübel. Und in Runde 2, da war es schon ein kleiner Vorsprung für Daniel Sutter, für den Schweizer. Hier haben wir es auch im Bild. Peschek weiterhin auf 2, dann Knobloch. Vorbei an Kerschbaumer, Jesko Günther, Thomas Walter, Luca Hansen. Das ist die Reihenfolge und hier haben wir Wendy Harmuth und Sarah Heide, die ja, wie gesagt, nicht so richtig warm wird mit dem Schleizer Dreieck. Also, diesmal ging alles gut in Runde Nummer 1, in Kurve Nummer 1. Das war ja im ersten Rennen überhaupt nicht der Fall gewesen. Also, wenn Sie das Video gesehen haben, dann haben Sie gesehen, was dort alles los war. Also, es war eine klare Angelegenheit im Training gewesen für Daniel Sutter. Es war eine klare Angelegenheit im ersten Rennen gewesen. Und hier im zweiten Rennen, da tat er auch wieder alles dafür, dass es genauso klar wird. So, Roman Raschle hinter Linordner. Knobloch versucht es schon mal, allerdings da doch noch ein bisschen weit weg. Ansonsten haben sie sich alle relativ gut sortiert. Also da gab es hier zumindest auf dem Stück, was wir hier per Video sehen, nicht unbedingt Attacken. ...19 Runden auch im zweiten Rennen wieder zu fahren. Und hier haben wir mal die Verfolgergruppe. Also Sutter, der ist vorne weg. Dann Peschek auf der 2, Linordner 3, Raschle 4 und Günter Knobloch auf Rang Nummer 5. Der will natürlich etwas weiter nach vorne kommen. Macht allerdings sowieso Punkte gut auf Jesko Günther, denn er hat ja im ersten Rennen Punkte geholt. Jesko Günther war raus. Hier haben wir ihn. Jesko Günther ist wieder eine Position nach vorne gekommen und Dominik Wieso direkt hinter Thomas Walter, hinter Ziesel mit der Startnummer 77. Ja, und Günter Knobloch, wie gesagt, im ersten Rennen Punkte gut gemacht, obwohl es für ihn nicht ganz optimal lief. Hatte aber auch gesagt, das war das Maximum, was er rausholen konnte. Wenn das Ganze in Runde oder in Kurve Nummer 1 nicht so gekommen wäre, dann wäre auch nur der Platz von Lino drinne gewesen, also von David Linordner. Und der war ja im ersten Rennen auf Rang 3 gefahren. So, fünfte Runde. Daniel Sutter macht sich vorne aus dem Staub. Also das schien auch im zweiten Rennen eine klare Angelegenheit zu werden, etwas langweilig. Dann allerdings wieder eine Vierergruppe, wie schon im ersten Rennen, Jesko Günther, dann haben wir Kerschbaumer, Thomas Walter, Wieso, hier haben wir Marc Moser, der da direkt vor von Gunten und auch Jan Bühn ist. Und auf diesen Marc Moser gilt es in diesem zweiten Rennen ganz besonders aufzupassen. Also der war ja hier beim Start doch deutlich zurückgefallen. Kam nicht sonderlich gut weg und durch die erste Kurve oder durch die erste Runde lief es da also auch nicht ganz optimal für Marc Moser. Allerdings im Laufe des Rennens sollte er sich immer mehr steigern. So, Peschek auf der 2 mit der Suzuki. Also daran sieht man, die Suzuki vom Team Suzuki Meier, die läuft eben doch. Und Günter Knobloch vorbei an Roman Raschle. So, Thomas Walter ganz nah dran an Dominik Wieso, kommt da allerdings noch nicht vorbei. Und Marc Moser haben wir schon gesehen, der hat schon zu Luca Hansen aufgeschlossen. Und hier haben wir Didier Funkymeulen gehabt, der ja im ersten Rennen nach dem Ausfall so ein bisschen eine zweifelhafte Aktion gestartet hat gegen den Streckenposten. Also das Ganze wurde auch von der Rennleitung untersucht. Aber
er ebenfalls wieder mit dabei. So, vorne diese Vierergruppe im Kampf um Rang 2, doch schon etwas auseinandergezogen, aber Günther Knobloch, da sieht man zumindest mal, er kann hier im zweiten Rennen von Beginn an mithalten, zumindest mal im Kampf um diesen zweiten Platz vorne. Ja, wenn Daniel Sutter keinen Fehler macht, dann sollte das wieder eine klare Angelegenheit werden. Hier Wieso und Thomas Walter. Der natürlich richtig enttäuscht war nach dem ersten Rennen, konnte ja nichts dafür. Also für ihn eine richtig unglückliche Angelegenheit, war bitter enttäuscht. Das Team musste lange arbeiten, um das Motorrad wieder flott zu bekommen. Am Samstagabend, am späten Samstagabend war es dann allerdings soweit und jetzt im zweiten Rennen ließ er es am Anfang beim Start etwas vorsichtiger angehen, denn zwei Ausfälle und das ausgerechnet beim Heimrennen, das geht natürlich gar nicht aus seiner Sicht. Dennoch im Moment Position 8 für ihn. Position 9 ist das hinter Dominik Wieso. Und Marc Moser jetzt schon dran an Thomas Walter und Wieso. Also Marc Moser, wie gesagt, am Anfang etwas schwierig hier ins Rennen reingekommen. Dann allerdings zusehends immer schneller geworden. Wo dann die gleichen Rundenzeiten wie die Spitze. Und das hieß dann letzten Endes auch, dass er aufschließen konnte und Position um Position gut machen konnte. Kevin van Leuven hatten wir hier. Also auch für ihn war es ein relativ schwieriges Wochenende. Ist ja in den Top 15 der Gesamtwertung vertreten. Und hier das Duell im Kampf um Rang 3. Knobloch ganz nah dran an David Lehnordner. Die beiden Maschinen natürlich identisch, aber der Windschatten, der reicht aus, ums locker angehen zu lassen und da an David Lehnordner vorbeizugehen. Und da geht es natürlich auch um die Gesamtwertung. Von daher war die Gegenwehr von David Lehnordner dort nicht allzu heftig. Das werden wir dann auch im Superbike-Rennen sehen, dass jetzt doch dann wirklich schon an die Gesamtwertung gedacht wird innerhalb der Teams. Aber dazu kommen wir dann später. So, Bauer vor Daniel Puffe in dieser Gruppe. Daniel Puffe hatte ja im ersten Rennen mit Rang 11 seine bisher beste Saisonplatzierung geholt und das beim Heimrennen. Also da lief es wirklich richtig gut für den jungen Schleizer, der im letzten Jahr eine Seuchensaison hinter sich hatte und in diesem Jahr immer besser in Schwung kommt, sich immer besser mit der Honda anfreundet und ja, wie gesagt, Platz 11 im ersten Rennen und im Moment schnuppert auch er wieder an den Punkten hier im zweiten Lauf. Daniel Sutter, ihm war alles egal, was dahinter passierte, also er setzte sich deutlich ab. Knobloch jetzt auch schon ein bisschen weg von Lehnordner. Und hier haben wir Jesko Günther, Stefan Kerschbaumer und Marc Moser vorbei an Thomas Walter. Also Marc Moser weiterhin auf dem Vormarsch. Auch in dieser Gruppe mit Daniel Puffe und Florian Bauer eben auch Gabriel Leuger auf der zweiten Suzuki vom Team Suzuki Meyer vertreten. Und wir schauen mal, ob es zu diesem Zeitpunkt schon Ausfälle gab. Die gab es, nämlich die 25, Christian Gütlein in Runde 6. Aber ich nehme es vorweg, es sollten nicht ganz so viele Ausfälle werden wie im ersten Lauf. So, Peschek sicher auf der 2, dann Knobloch, Lehnordner, Raschle, Jesko Günther, Stefan Kerschbaumer, Moser jetzt auch vorbei an Dominik Wieso und Luca Hansen hier hinter dieser Gruppe mit Thomas Walter vor Jan Bühn. Etwas weitere Linie hier oben am Buchhübel. Also das ist schon eine spektakuläre Strecke. Viele, viele Fahrer sagen, es macht unheimlich viel Spaß. Man muss zwar höllisch aufpassen, aber es macht halt doch richtig viel Spaß. Es ist mal was komplett anderes. Und hier hatten wir mal den kompletten Vorsprung im Bild gehabt von Daniel Sutter. So, Raschle jetzt dran an David Lehnordner. Also die Kawas liefen richtig gut. Gibt es da schon die Attacke von Raschle? Die gibt es gegen Lehnordner und da ist er vorbei. Also Lehnordner fällt erneut eine Position zurück. Allerdings, der Konter folgt sogleich gegen Roman Raschle. Da holt er sich die Position wieder und Thomas Walter vorbei an Dominik Wieso. Oben am Bruchhübel vor den eigenen Fans. Also da waren
richtig viele Ziesel-Fans gewesen am Buchhügel. Und genau dort hat er also diese Attacke gewagt. Ja, die Gruppen relativ gleich im Vergleich zum ersten Rennen. Auch da war es ja beispielsweise Randy Harmuth, Florian Bauer und eben auch Daniel Puffe, die da in einer Gruppe unterwegs waren. Auch hier im zweiten Rennen ist das wieder so. Da geht es um den Anschluss an die Punkteränge. So ab Position 14 bis 18, 19 und hier wieder der komplette Vorsprung im Bild. Und plötzlich ist Günther Knobloch auf Rang 2. Also der hatte ja doch noch ein bisschen Rückstand gehabt auf Lukas Peschek. Eingangs der letzten Runde, jetzt allerdings vorbei. Und da muss Peschek wohl irgendwo einen kleinen Fehler eingebaut haben. Raschle jetzt allerdings auch wieder vorbei an Len Ortner, Thomas Walter, Wieso, Luca Hansen und Jan Bühn. Das sind die Positionen bis Position 10 dürften das sein. Und hier wieder diese große Gruppe. Marco Nekwasil hatten wir da im Bild vom Race Point Berlin. Und hier haben wir die nächsten Gaststarter. Das ist die 47, Marc Buchner. Eigentlich am Yamaha 6 Dunlop Cup unterwegs. Hier allerdings auch mit einem Gaststart. Genauso wie Kuhn Zehlen, der allerdings zu diesem Zeitpunkt nämlich in Runde 13 ausgefallen. Also Kuhn Zehlen eher raus. Und ansonsten sollte nur noch ein einziger Ausfall dazukommen. Und den werden wir im Bild haben. Und das ist ein ganz besonders ärgerlicher für die Fans hier auf dem Schleizer Dreieck. Jesko Günther, Marc Moser, dann Kerschbaumer, Thomas Walter, Wieso. Und dahinter dann Jan Bühn und Luca Hansen. Und diese Gruppe hier mit Didi Fankemeulen und Christian von Gunten. Diese Zweiergruppe, also Fankemeulen vor von Gunten. Dahinter dann wieder ganz, ganz eng, unter anderem mit Randy Harmuth. So, Van Leuven. Und auch Michi P. wieder mit dabei gewesen. Den hatten wir ja, in der Mitte dieser Dreiergruppe. Sarah Heide. Wie gesagt, auch für sie ein schwieriges Wochenende. So, Daniel Sutter. Jetzt sind wir in dieser 15. Runde und jetzt gibt es den Ausfall. Wir schauen mal drauf. Also Sutter ist durch, da ist nichts passiert. Dann Knobloch, Peschek, Raschle, Linn-Ordner. Auch da passiert nichts. Jetzt kommt diese Dreiergruppe mit Moser, Jesko Günther, Kerschbaumer. Und hier ist Thomas Walter. Und Achtung, da geht's dahin. Da geht die Suzuki übers Vorderrad weg und landet im Kiesbett genau am Buchhügel vor den vielen, vielen Ziesel-Fans. Und damit der zweite Ausfall an diesem Wochenende für Thomas Walter. Also man hatte da zwar nochmal versucht, das Motorrad irgendwie wieder flott zu bekommen. Das Ganze funktionierte allerdings nicht. Und von daher eine komplette Nullrunde für Thomas Walter. Wir haben es jetzt gleich nochmal in der Wiederholung im Bild. Und er war bitter enttäuscht, hat ganz, ganz wenig nur noch gesprochen an diesem Sonntag. Also selbst für die Teammitglieder war es nicht ganz einfach. Hier nochmal die Situation und da rutscht er einfach weg. Er hat gesagt, das war zumindest mal noch zu erfahren, er war nicht schneller, er war nicht langsamer und er ist keine andere Linie gefahren als bisher in diesem Rennen. Und trotzdem ist das Vorderrad da weggerutscht. Also ein seltsamer Sturz, aber natürlich auf dieser Strecke, das ist ja im normalen Alltag, ganz normale Bundesstraße, also da fahren LKWs drüber, Autos drüber, Motorräder drüber, da fährt alles, was so im normalen Straßenverkehr unterwegs ist, drüber und von daher natürlich auch etwas unebener und da kann es natürlich sein, dass da irgendwo eine Bodenwelle war und dadurch dann der Sturz. Also, Nullrunde für Thomas Walter, ausgerechnet hier beim Heimspiel und da war es dann aus seiner Sicht zumindest mal gut, dass es dann doch so viele getroffen hatte im ersten Rennen, die ebenfalls 0 Punkte geholt hatten. Und für Jesko Günther beispielsweise lief es ja auch nicht so optimal hier an diesem Wochenende. Aber das ist ja, wenn man so will, auch kein echter Gegner für Thomas Walter. Also in diese Regionen, da kommt die Suzuki vom Team Suzuki Laux in dieser Saison noch nicht. So, Moser vor Jesko Günther. Also Marc Moser mittlerweile schon auf Rang 5 vorgefahren, nachdem es ja zu
Rennbeginn nicht ganz gut lief. So, hier Funky Meulen und von Gunten, die 23, ebenfalls vom Kawasaki Schnock Team Shell Advance. Also er fuhr ein richtig gutes Wochenende. Nach Rang 9 im ersten Rennen gab es jetzt also im Moment mal Position 12. Ganz vorne die nächste Kawa vom Team Schnock, Daniel Sutter. Und er könnte ein Traumwochenende hinlegen. Pole Position, Rennsieg in Lauf 1, Rennsieg in Lauf 2. Das wäre doch eine Riesensache für den sympathischen Schweizer. Und Roman Raschle, er würde das komplette gute Ergebnis an diesem Wochenende für das Team abschließen. Im Moment ja auf Position 4 unterwegs. Und auch er ja im ersten Rennen Vierter gewesen. Also von daher, das läuft richtig, richtig gut. So, Franke Moyen hält sich noch auf Position 12 vor von Gunten. Aber auch da in den letzten beiden Runden noch jede Menge Spannung drin in diesem Zweikampf. Randy Harmuth haben wir da gesehen in der Abfahrt in Richtung Stadt. Und Marc Buchner. So, Sutter geht in die letzte Runde. Damit nur noch 3,805 Kilometer für Daniel Sutter. Knobloch auf Rang 2, Peschek auf der 3, da dürfte nicht mehr allzu viel anbrennen. Und Marc Moser noch ganz nah rangekommen an David Linn-Ordner. Und wir werden dann natürlich aufs Ergebnis schauen, ob das noch geklappt hat, eventuell an Lino vorbeizugehen vom Garin SKM Racing Team. Rang 3 im ersten Rennen für David Linn-Ordner und hier im Moment mal noch Rang 5, aber Marc Moser macht Druck und das könnte dann also durchaus noch spannend werden in den letzten Kurven. Nate Wasil an Florian Bauer vorbei. Und wir schauen auf den Sieger, das ist Daniel Sutter, also perfektes Wochenende für ihn. Das Ganze einen Tag vor seinem Geburtstag und damit herzlichen Glückwunsch in die Schweiz, herzlichen Glückwunsch an Kawasaki und herzlichen Glückwunsch an Daniel Sutter. Und er übernimmt mit diesem Doppelsieg hier am Wochenende auch die Führung in der Gesamtwertung und wir können uns auf richtig, richtig spannende 4 letzte Rennen in der IDM Supersport freuen. Wir werden es dann ja gleich nochmal im Bild haben. Auf Rang 2 kommt noch Günther Knobloch ins Ziel. Also er hat hier zumindest mal im zweiten Rennen gezeigt, dass er wirklich im Kampf um die Meisterschaft noch nicht aufgegeben hat. Auf jeden Fall ganz, ganz vorne angreifen wird und durch das suboptimale Wochenende von Jesko Günther ist er dadurch richtig nah rangekommen. Hier haben wir Knobi im Bild. Also, da gibt es nochmal ein bisschen Action für die Kamera und natürlich auch für die Fans auf dem Buchrübe, die das Ganze mit viel, viel Applaus und Beifall ja, hier ansahen. Und Daniel Sutter gewinnt also vor Knobloch, Peschek, Raschle, Marc Moser, holt sich noch Rang 5 von David Linn-Ordner, dann Jesko Günther auf der 7, Kerschbaum auf der 8, Wieso 9 und Jan Bühn auf Rang 10. Die weiteren Positionen hatten sie drin. Und jetzt schauen wir auf die Gesamtwertung und das ist richtig, richtig spannend. Daniel Sutter jetzt gerade mal 2 Pünktchen vor Jesko Günther und der nur noch 3 Punkte vor Günther Knobloch. Dann Linn-Ordner, Raschle schiebt sich auf die 5, Thomas Walter 6. jetzt, Marc Moser auf Rang 7, Tatu Lausleto, der am Wochenende nicht dabei war, der hatte sich verletzt auf Rang 8.